Hallo liebe YouTube-Freunde, liebe Filmfreunde, wie angekündigt noch ein Verkaufsvideo. Ja, ich hatte ja gesagt, es hat sich noch ein bisschen was angesammelt, was ich wieder verkaufe oder austausche und da kommt auch noch in den nächsten Wochen einiges dazu. Und ja, erstmal der erste Schwung. Natürlich sind noch die Sachen dabei, die in den letzten Verkaufsvideos nicht weggegangen sind. Ich fange auch gleich an, mach's kurz, zeige euch einfach die Sachen. Wie immer schreibt ihr mir dann PN, was euch per PN, was euch interessiert und da werden wir uns dann schon einig. Ja, zuerst habe ich ja nochmal die VHS, Terror im Parkett. Ich hatte ja die schönen Dokumentationen von Stephen Kings Best oder Best of Stephen Kings World of Horror vorgestellt. Das sind so zwei sehr seltene Dokumentationen, die bisher auch nicht auf DVD erschienen waren. Gott sei Dank von 84 wurde das ja übernommen. Und das hier ist noch eine von den seltenen Dokumentationen aus den 80er Jahren über Horrorfilme, die bis jetzt auch noch nicht erschienen ist. Ich hoffe ja immer noch, dass vielleicht 84 Entertainment oder so sich hier dann auch nochmal eine Veröffentlichung annehmen. Naja, bis jetzt gibt es den immer noch nur auf VHS und es ist auch nichts angekündigt. Die VHS habe ich allerdings doppelt und brauche die jetzt nicht mehr. Und deswegen verkaufe ich die. Wer Interesse hat, kann sich melden. Ja, dann habe ich hier immer noch Aeon Flux, die Paramount Collection. Science-Fiction-Film würde jetzt bei mir auch nur 1,50 kosten, also wer Interesse hat, für 1,50 Euro ist der abzugeben. Dann Bud, der Ganovenschreck mit Bud Spencer und Thomas Milian, eine schöne 80er-Jahre-Komödie. Dann haben wir hier Critters 4, der vierte Teil der Critters-Reihe, Critters diesmal im Weltall. Dann haben wir hier die Police Academy Teil 7, Mission in Moskau, mit einigen vom altbewährten Team. Michael Winslow ist auch noch dabei. Tackleberry war hier noch dabei. Callahan, Kommandant Lassard und Captain Harris. Und in Nebenrollen zu sehen sind hier Claire Forlani, Ron Perlman und Christopher Lee. Dann die Weihnachtskomödie Schöne Bescherung mit Chevy Chase, eine der besten Weihnachtskomödien überhaupt. Mit einem sehr schönen Covermotiv und auch die Erstauflage ohne FSK-Flatschen. Dann vier Bud Spencer Terence Hill Filme, einmal Vier Fäuste für ein Halleluja. Dann Vier Fäuste gegen Rio. Dann zwei Außer Rand und Band. Und zwei sind nicht zu bremsen. Dann das schöne Digipack von Riddick, Chroniken eines Kriegers, in dieser 2-Disc Director's Cut Version. Das ist ein schönes Digipack zum Aufklappen mit dem sehr schönen Covermotiv hier, ein bisschen glänzend. Dann noch original verschweißt die Spider-Man 1 und 2 Collector's Edition in diesem dicken Digipack, was man ewig lang ausklappen kann. Hatte ich ja auch schon mehrfach mal gezeigt. Dann die große Hardbox von Tanz der Teufel 2 mit dem wunderschönen Covermotiv hier. Noch original verschweißt. Dann den Blade Runner Koffer, den hatte ich ja im letzten Verkaufsvideo auch schon gezeigt. Ich mach's mal ganz schnell, mach den nochmal auf. Hier das Digipack mit den 5 DVDs. Sehr viele, ich glaube 3 oder 4 verschiedene Versionen des Films sind hier drauf. Dann haben wir hier dieses Einhorn oder was das sein soll. Dann haben wir hier dieses Fahrzeug. Und hier haben wir dann einmal Szenenbilder auf so großen Karten und dann hier dieses diese eine Szene, die sich so ja, abspielen lässt quasi auf so einem Block. Befindet sich dann hier in diesem Schuber. Ja, dann haben wir hier von Transformers Teil 3 diesen, welcher ist es jetzt? Ich weiß es gar nicht. Nicht Optimus Prime, oder? Naja, auf jeden Fall hier diese Figur. Blu-ray ist das. Hier hinten sind zwei Discs drin.
Ganze kann man dann zusammenklappen. Sieht sehr schick aus im Regal. So, dann haben wir hier noch große Hardboxen, und zwar I Spit on Your Grave, das Original aus dem Jahre 1978 mit dem original amerikanischen Covermotiv. Große Hardbox, limitiert auf 131 Stück, und das ist hier die Nummer 21. Dann haben wir die große Hardbox von den Inglourious Basterds, das Original, in dieser Limited Edition. Das Ganze war auch streng limitiert auf 66 Stück, das ist die Nummer 43. Die ungeschnittene Originalversion ist hier natürlich drauf. Dann die sehr seltene große Hardbox von der Komödie Ghost Dad von 84 Entertainment, die offiziell nicht verkauft wurde. Die gab es als Bonus zu einer anderen Bestellung dazu. Also die wurde nur auf 84 Stück limitiert hergestellt und gab es auch nur in Kombination mit einer anderen Bestellung. Ich habe den damals recht teuer bei Filmundo gekauft. Das ist hier die Nummer 3. Dann die große Hardbox von Peter Jacksons Meet the Feebles, auch von 84 Entertainment. Das Ganze ist auf 350 limitiert und ist die Nummer 160. Und die große Hardbox von Near Dark, die Nacht hat ihren Preis. Das Ganze ist auch noch original verschweißt, die Uncut-Version mit diesem, ja, amerikanischen Motiv hier drauf. Geiler Vampirfilm aus den 80er Jahren, bisschen Western angehaucht. Dann habe ich hier den Film Exterminator 2, der zweite Teil von Exterminator, der ja jetzt, also der erste Teil erscheint ja jetzt im Mediabook, und das hier ist die Uncut-Version mit diesem Retro-Cover-Motiv, sehr schön. Dann haben wir hier The Lost Boys. Erstauflage ohne FSK-Logo, die Special Edition mit zwei DVDs, Klassiker aus den 80ern, geiler Vampirfilm mit den Teenie-Stars Corey Haim, Corey Feldman, und Kiefer Sutherland spielt ja auch noch mit. Dann haben wir hier den Thriller, Gangster-Thriller, nee, ja, Thriller würde ich auf jeden Fall mal sagen, Tödliche Entscheidung, Before the Devil Knows You're Dead, ein sehr geiler Film mit Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Marissa Tomei. Dann habe ich hier in der Erstauflage Boston Streets, habe ich mir jetzt die Blu-ray gekauft. DVD hier, Erstauflage mit dem mit diesem Schuber drum. Sehr geiler Gangster-Film. Dann hier auch in der Erstauflage, und zwar den Film Trespass mit Nicolas Cage und Nicole Kidman. Auch hier Erstauflage mit dem Pappschuber, ist auch noch original verschweißt. Dann haben wir hier die Erstauflage von der Lethal Weapon Box, und zwar mit den Snappern drin. Alle vier Teile im Snapper. Sehr geile Aufmachung von damals. Und zwar haben wir den ersten Director's Cut, den zweiten im Director's Cut, den dritten im Director's Cut und den vierten in der ungeschnittenen Originalversion. Ja, auf Blu-ray sind ja leider die Director's Cuts und auch die andere Version nicht erschienen. Da gibt es ja nur die normalen Kinofassungen. Und hier gibt es halt die Director's Cuts. Das Ganze ist auch noch in einem absoluten Top-Zustand. So, dann kommen wir zu Blu-rays. Da haben wir einmal den Film Der blutige Pfad Gottes 2. Ja, zweiter Teil von Der blutige Pfad Gottes, ganz klar. Dann noch original verschweißt, Wenn die Gondeln Trauer tragen. In dieser Blue Cinematheque Edition. FSK-Flatschen ist nur aufgeklebt. Das Ganze ist auch noch original verschweißt in so einer Art Digipack, so ein kleines. Ja, absolut genialer Film aus den 70er Jahren mit Donald Sutherland und Julie Christie. Dann haben wir hier das sehr seltene Steelbook von Die Schlümpfe mit der 3D-Version. Sehr schickes Steelbook. Ist mittlerweile sehr, sehr rar und auch sehr teuer, auch bei Amazon sehr, sehr hochpreisig.
Dann haben wir hier auch noch original verschweißt das Steelbook von dem Film Paul, ein Alien auf der Flucht. Geiler Film, geile Komödie mit, wie heißt er? Mal gucken. Mit Simon Pegg und Nick Frost. Jason Bateman spielt hier noch mit. Sigourney Weaver in einer kleinen Nebenrolle. Und wir haben hier Bela B. von den Ärzten, der hier eine kleine Rolle hat. Ein geiler Film. Ein geiles Steelbook. Dann haben wir hier das Steelbook von Goodfellas. Mit Ray Liotta, Robert De Niro und Joe Pesci. Auch noch verschweißt. Das Ganze hier hat so eine Banderole, ist hier dieses FSK-Logo ist nur auf dieser Banderole drauf, also das Cover ist komplett auf der ganzen Fläche und sieht sehr schick aus. Dann haben wir noch Mediabooks und zwar die Premium Collection von 300. Sehr schickes Mediabook. Dann noch original verschweißt von Butterfly Effect. Auch hier ist der FSK-Flatschen nur auf diesem Plastikschuber. Dann das gleiche noch von Departed unter Feinden. Klassischer Gangster-Kopffilm. Dann noch original verschweißt die Legende von Beowulf. Auch hier FSK-Flatschen. Hier ist er jetzt nochmal aufgeklebt, aber auf dem Plastikschuber ist er aufgedruckt. Auf dem Mediabook nicht. Dann haben wir noch Gran Torino mit Clint Eastwood. Auch hier FSK-Flatschen nur auf diesem Schuber. Auch hinten ist dann, wenn man das abmacht, hat man dann ein etwas anderes Bild. Dann haben wir noch I Am Legend mit Will Smith. Auch hier das gleiche. Hinten drauf. Und zu guter Letzt haben wir noch den Film Last Samurai mit Tom Cruise. Auch das haben wir hier ohne FSK-Flatschen und hinten drauf haben wir das Bild dann so. Ja, wer Interesse hat an einem dieser Filme auf Blu-ray oder auf DVD, schreibt mir wie gesagt eine PN. Die Preise gebe ich euch dann durch, die Versandkosten gebe ich euch dann durch, wie immer, und dann werden wir uns schon einig. Ja. Wir sehen uns dann entweder im Laufe der Woche noch in weiteren Verkaufsvideos oder nächsten Update, nächsten Montag. Ansonsten vielleicht hören wir ja voneinander, falls ihr Interesse an irgendwelchen Filmen habt oder wenn ich euch auf die Kommentare antworte. Bis dahin wünsche ich euch was, macht's gut, bis dann, ciao.